Hallo, hier ist Philipp von Investor Search Aktienbildung und heute möchte ich euch die Finanzguru App vorstellen. Das ist eine App, wo man alle seine Zahlungsströme in einer App bündeln kann. Ich selber nutze bisher noch eine andere, aber die, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut vom Design und gibt es auch noch nicht so lang. Das Besondere ist hier, wenn man diese Konten einliest, erkennt der gewisse Verträge und kann dann zum Beispiel sich einen darauf hinweisen, wenn man irgendwie bei der Kfz-Versicherung sparen kann oder wenn ein Vertrag man einen kündigen kann. Und das basiert auch auf der Deutschen Bank IT, also ist zumindest ziemlich sicher. Und wir sehen hier, das sieht eigentlich vom Design wirklich ganz nett aus, wenn ich dann, ihr kennt es, man sollte ja mindestens eigentlich drei Konten haben. Eins, wo das Gehalt drauf kommt, ein Ausgabenkonto und ein Investmentkonto. Und dann kann man hier besser den Überblick behalten. Ne? Es geht alles nur über eine App. Ja? Also es ist wirklich rein mobile-based. Was ich auch noch besonders finde, also manchmal finde ich es auch gut, dass man es auch als Desktop zugreifen kann, wenn man zum Beispiel eine Steuererklärung oder sowas machen muss. Aber die Wertungen, wie ihr seht, sind auch sehr, sehr gut. Und jetzt können wir die einfach mal runterladen und dann sehen wir, wie das aussieht. Wir gehen jetzt hier einfach mal in die App hinein. Ja, hier wird es auch nochmal erklärt, was der Finanzguru ist. Und genau, man kann, wie gesagt, sein Bankkonto verknüpfen, man bekommt Tipps und kann vielleicht überflüssige Verträge kündigen. Ja, manchmal kann es sogar sein, dass man irgendwie Verträge hat, die man gar nicht mehr merkt, dass man sie hat. Ja, man kann sich auch mit der Face ID anmelden, was ich bei diesen ganzen Apps sehr angenehm finde, weil man da nicht immer so viele Pins hat. Und ja, das Benachrichtigen tun wir jetzt auch mal erlauben. Und hier sind wir schon in der App angemeldet. Es sind jetzt noch keine Konten verbunden. Hier sehen so die Standardkonten, die man haben kann. Deutsche Bank etc. Jetzt können wir mal DKB testen, vor allem wie das aussieht. Mache ich jetzt gleich mal, aber ohne meine Bankkonten zu zeigen. Und dann sehen wir mal, wie das so drinnen ausschaut. So, ich habe jetzt mein DKB-Konto dazugefügt. Das ist so mein oder unser gemeinsames Ausgabenkonto, wo Mietkosten, Strom etc. überwiesen werden. Ja, und wir sind umgezogen, Mietkosten gehen deutlich nach oben. Und jetzt fragt er mich zum Beispiel, sind es irgendwie regelmäßige Buchungen? Jetzt kann man das irgendwie durchgehen. Ja, Kfz-Versicherung ist auch noch irgendwie zu teuer. Und dann klicke ich auf Ja, wenn es eine ist. Und kann dann die verschiedenen Verträge, dann werden dann zugeordnet, was zum Beispiel bei Finanzblick nicht so ist. Ja, wobei das man halt auch über den Desktop zugreifen kann. Ja. Und das Schöne ist halt, wenn man dann ganz viele Bankkonten verbindet, ja, 3, 4, und dann hat dann alle Verträge in einem Platz. Das ist wirklich, finde ich, ganz gut. Ein paar Sachen hat es nicht erkannt, zum Beispiel Amazon. Hier sind monatliche Überweisungen. Genau, das ist, wie gesagt, da tue ich und meine Frau unser Geld überweisen, um die Miete zu bezahlen. Und jetzt sind wir auch schon fertig und sehen dann alles, was wir so hier haben. Das sind die monatlichen Ausgaben, ja, Strom wird monatlich ausgebucht. Es fehlen allerdings auch noch ein paar Sachen, zum Beispiel Gas, das ist noch nicht dabei, was nicht regelmäßig ist, vierteljährlich, jährlich. Also das finde ich eigentlich wirklich ganz gut, um so diesen, das sage ich ja auch immer, zum Sparen ist ganz wichtig, dass man diese regelmäßigen Ausgaben kontrolliert. Und das kann man hier meiner Meinung nach sehr gut machen. Anfangs ein bisschen kritisch bei solchen Finanzübersichts-Apps, weil ich gesagt habe, ich mache das irgendwie selber irgendwie in Excel und ich weiß ungefähr, wo was ist. Aber ich muss schon sagen, gerade wenn man dann das Smartphone hat und sich schnell einloggen kann, ist es schon gut, es zu managen. Und wie gesagt, ich finde es ja auch wichtig, dass man immer mehrere Konten hat für Einnahmen, Ausgaben, Investieren und vielleicht auch für langfristige Sparen. Da vielleicht auch das Video, die 3-Konten-Regel, kommt gleich im Anschluss dann, sich noch anschauen. Und dafür ist Finanzguru, denke ich, eine gute Möglichkeit. Ansonsten auch Finanzblick, was ich
selber auch nutze, was ich vom Design ein bisschen älter finde. Allerdings, was ich gut finde, dass man das halt auch über Desktop gut zugreifen kann und die Daten werden nicht automatisch gespeichert, weil hier, wir haben es gesehen, da werden die Zugangsdaten müssen da automatisch gespeichert werden, was ich auch so ein bisschen kritisch finde. Auch klar, das Deutsche Bank ist wegen Datenschutz, aber das ist vielleicht nicht jedermanns Sache und eigentlich darf man das auch bei vielen Banken, glaube ich, gar nicht so direkt. Trotzdem, ich glaube, es kann helfen, dass man so seine Ausgaben besser kontrollieren kann und weiß, was am Ende übrig bleibt. Aber das Essentielle ist halt auch, dass man sich definiert, wie viel habe ich für Lebenshaltungskosten, wie viel bleibt übrig und dass dieser Betrag, der übrig bleibt, jeden Monat automatisch auf ein Investmentkonto geht, dass man gar nicht in die Versuchung kommt, das Geld für irgendwelche nicht so wichtigen Sachen auszugeben. Ja. Ist unten auch die App verlinkt.